Hallo liebe Camper, hier ein kleines Fertigstellungsvideo aus Dinkelsbühl von Mika Caravan. So, ich wollte euch zeigen, was wir hier bei dem Knaus alles gemacht haben. Zum einen haben wir hier zweimal Solarplatten verbaut mit jeweils 110 Watt von der Firma Büttner, die Blackline-Zelle. Warum wir von der so begeistert sind, das ist eine 72-Zellen-Technik, die halt wirklich gut Leistung bringt, auch noch bei diffusem Licht. Das ist eine ideale Allround-Zelle und bringt wirklich gute Leistungen. Dann haben wir hier noch auf dem Dach verbaut, ihr seht da hinten den kleinen Stöppel, den da. Das ist von der Firma Karatec eine LTE-Antenne. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, mit zwei SIM-Karten zu arbeiten. Und warum zwei SIM-Karten? Ganz einfach, weil wir hier dementsprechend eine Vertragskarte reintun können und natürlich auch länderspezifisch, wenn wir irgendwo unterwegs sind, eine Karte in den zweiten Slot hier reinschieben können, wo man dann sagen kann, länderspezifisch hier einfach vergünstigte Prepaid-Karte oder wie auch immer mit Datenvolumen, und dann kann man da hin und her switchen und drum kann man da zwei Karten reinschieben. Tolle Geschichte. Natürlich kann man auch die ganze die freien WLANs oder LTEs einfangen und von Campingplätzen und so weiter. Also es ist echt begeistertes Teil und man hat auch eine schöne App-Steuerung, wo man das alles switchen und schalten kann. Also echt ein schickes, technisches, tolles Teil. Von der Firma Karatec sind wir sehr begeistert und haben auch sehr gute Erfahrungswerte. Jo, was haben wir hier noch so gemacht? Natürlich haben wir hier eine Alarmanlage verbaut von der Firma Titronic. Und hier haben wir auch den entsprechenden Gaswarner, der hier auch sauber blinkt, den man natürlich auch noch separat ausschalten kann, ganz klar. Titronic verbauen wir sehr oft, da sind wir sehr begeistert, funktioniert zuverlässig und ja, haben wir eigentlich überhaupt keine großen Probleme bis dato gehabt. Dann haben wir hier auch noch verbaut von der Firma Gladen. Quatsch, das stimmt jetzt nicht. Hier haben wir von der Firma Eton eine Soundanlage verbaut, sprich die Türlautsprecher, die Hochtöner ausgetauscht und auch einen guten Verstärker hier eingebaut. Dann noch ein Alpine Navigationsgerät. Ich kann es mal kurz einschalten. Mal schauen, ob man das... Oh, Entschuldigung. Mein Reifenstapel war nicht so interessant. Mal schauen, ob wir hier vom Klang her ein bisschen was rüberbringen können. Weil die hat echt einen guten... richtig guten Sound, weil da unten haben wir auch noch einen Subwoofer verbaut, hier unten. Ganz tolle Geschichte. Also da kommt richtig gut was rum. Dann haben wir noch die Möglichkeit, den Subwoofer anzusteuern mit so einem Schalter. Da kann man auch nur richtig Bass zugeben. Also da kommt echt was rum. Das ist richtig geschickt. Also echt ein guter Sound. Da kann man überhaupt nicht meckern. Tolle Sache. Und natürlich hat es Alpine noch Navigation und Reisemobilnavigation. Also es macht richtig, richtig Laune. Wir sind Alpine, finden wir wirklich gut. Gut vom Design her, finde ich es auch sehr schick. Also sehr passend, gerade bei Fiat Ducato. Tolle Geschichte. Hier unten haben wir noch eine Titronic. Hier, zack, eine Schlaufe für Fahrräder sichern, damit man auch dementsprechend die Fahrräder, wo man hinten drauf hat, außen stehen hat, dementsprechend sichern kann mit einer Schlaufe, damit auch hier das über die Alarmanlage dementsprechend überwacht wird. Auch eine tolle Sache. Und mit der Alarmanlage, mit der App, finde ich das sowieso toll, über die App-Steuerung.
Tolle Geschichte, da kann man alles Mögliche damit einstellen. Und ja, super Sache. Jo, dann schauen wir mal nach hinten. Da haben wir nämlich auch noch ein bisschen was gemacht. Ich muss euch einmal die Innenbeleuchtung noch zeigen, weil das finde ich eigentlich bei dem Auto echt schick. Die kann man nämlich farbig einstellen. Jetzt passt mal auf. Schalten wir hier mal ein. Zack. Genau. Und jetzt müssen wir das mal eingucken. Voilà. Schaut doch schick aus. Farblich dementsprechend kann man das einstellen, wie man das gern möchte. Also tolle Sache. So, jetzt schauen wir mal rum. Nach hinten, weil die Solaranlage braucht natürlich auch noch einen entsprechenden Laderegler. Hier haben wir ein schönes Hubbett. Hubbett mechanisch, ein Griff, zack, zack, zack. Tolle Sache, also richtig geschickt. Und hier haben wir unseren Solarregler verbaut. Auch ist ganz geschickt. Hier haben wir dann noch schöne Außensteckdosen, 12 Volt, 230 Volt, Solarregler. Wichtig bei uns immer, wenn wir Kabel verlegen, grundsätzlich, da möchte ich noch mal kurz drauf eingehen. Ihr seht schon hier, ich weiß nicht, ob jemand, wenn man mal hier die Spanplatten oder Holz allgemein natürlich so abkantet, Löcher bohrt oder wie auch immer, sind die Kanten immer sehr scharf. Und ich finde es immer ganz wichtig, gerade bei solchen Thematiken hier so ein Schutzrohr drüber zu machen, weil durch die Vibration vom Fahrzeug kann natürlich schon mal passieren, dass das mit der Zeit dann durchscheuert, genauso wie wir es auch hier gemacht haben, damit es wirklich safe ist. Weil also so blanke Kabel wie hier und also ich weiß nicht, kann man schöner machen, finde ich immer. Aber gut, ist natürlich auch eine Sache des Geldes. Aber wir, wenn wir es verbauen, dann schauen wir, dass wir das anständig machen und sauber machen, weil der Kunde soll ja lang Spaß haben dran. Dann haben wir hier die 230 Volt Verteilung und auch die 12 Volt Verteilung für dem Fahrzeug. Und dann haben wir hier unten, upsa, haben wir die Batterien. Hier haben wir nur AGM. Das bleibt auch erst einmal so, weil das Fahrzeug ist ja neu. Somit macht es ja keinen Sinn, dass man hier schon die nagelneuen Batterien gleich wieder rausschmeißt. Also werden die jetzt erst einmal aufgebraucht und benutzt. Ups! Und hier haben wir den Ladebooster und das Ladegerät. Werkseitig alles hier hinten schön sauber verbaut. Ja, ist ganz geschickt, kommt mir überall gut hin. Finde ich mal sehr von Vorteil. So viel zum Heck des Fahrzeuges. Dann haben wir natürlich unsere Titronic Fensterkontakte überall verbaut. Ups, hier sind wir. Alle Fenster gesichert, auch die große Dachluke ist gesichert, damit da nichts passiert. Das Fahrzeug hat schon von Haus auf eine Dieselheizung. Ist auch toll. Ich finde Dieselheizung sehr schick oder sehr gut, weil man halt eine ganze Ecke mehr in die Autarkie geht. Und ja, das habe ich euch gerade schon gezeigt. Hier haben wir die normale Fernbedienung. Aber natürlich geht es auch mit der Schlüssel, weil das ist die Safe Lock. Da haben wir auch noch dementsprechend die Möglichkeit, mit dem Schlüssel die ganze Alarmanlage zu aktivieren. Also, tolle Sache, ist schick won. Fahrzeug ist fertig, wird morgen geholt. Und alles ist fertig, verbaut. Und da freuen wir uns schon wieder aufs nächste Fahrzeug, wo wir auch schon hier stehen haben: einen Chausson. Da geht es auch richtig zur Sache, der kriegt auch jede Menge Zeug. Da nehme ich euch einmal kurz mit rein. Also hier verbauen wir Wechselrichter mit Netzvorrangschaltung. Hier verbauen wir Klimaanlage. Hier verbauen wir Alarmanlage. Hier verbauen wir jede Menge an
Material, da freuen wir uns auch schon richtig drauf. Das Einzige, was wir hier jetzt nicht verbauen, weil das auch ein Neufahrzeug ist, ist ein Ladebooster, weil der Kunde hat sich entschieden, dann doch noch ein bisschen zu warten, bis wir vom Götz den Ladebooster haben können, den WCS-Ladebooster, weil der ist natürlich schon ein echtes Phänomen. Ihr schont einfach eure Lichtmaschine und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil der Ladebooster vom Götz einfach die Lichtmaschinentemperatur überwacht und somit die Lichtmaschine wirklich überhaupt nicht überlastet wird und der Ladebooster sich immer darauf einstellt oder beziehungsweise nur das rausgibt, was die Lichtmaschine auch kann. Und das ist natürlich schon ein ganz wichtiger Punkt, wo man sagen kann, da schone ich meine Lichtmaschine, da mache ich nichts kaputt, da habe ich lang dran Spaß und meine Batterien werden effektiv geladen. Und es macht ja auch keinen Sinn, wie viele dann immer wollen, mit 60, 80 Ampere einen Ladebooster zu betreiben, weil das kann ja die Lichtmaschine oft gar nicht. Und da ist einfach wichtig, dass man die Lichtmaschine auch dementsprechend wirklich überwacht. Und da hat der Götz echt eine geile Idee, sprich ein Top-Gerät erfunden und gebaut mit seinem Ingenieur oder Kollegen, je nachdem. Und es scheint oder es ist einfach echt eine Hausnummer, das Teil. Und da freuen wir uns schon riesig drauf, wenn wir den kriegen und wenn wir den verbauen dürfen. Und ich kann es nur jedem wärmstens empfehlen, sich da wirklich für sowas zu entscheiden, um lieber ein paar Euro mehr zu investieren, die im Endeffekt genauso wie bei einer Lithiumbatterie eigentlich Euros sind, die ich im Endeffekt spare, weil ich einfach vorbeuge und die Lichtmaschine dadurch schone und langlebiger ist und nicht kaputt geht. Und ja, da kann einfach nichts passieren mit dem Ladebooster. Und das ist eigentlich ja schon der Grund wert, warum man sich für so einen Ladebooster entscheiden sollte. Jo, das Auto fangen wir morgen an. Also wie ihr schon seht, tolle Einteilung. Bin gerade schon ein bisschen rumgeschwenkt mit meiner Kamera. Hier haben wir eine Fernsehvorbereitung. Hier haben wir die ganzen Displays verbaut. Hinten zwei Einzelbetten, auch toll gemacht. Hier die Dusche auf der Seite. Auf der anderen Seite das Badezimmer dementsprechend. Also Toilette und Waschbecken, echt schick. Hier eine schöne Küche, auch ausreichend, finde ich. Also ist auch toll. Was mir hier sehr gut gefällt, ist immer dieses große Fenster hier vorne, weil das richtig schön Licht durchflutet ist, auch mit Verdunkelung. Wirklich eine schöne Sache. Ja, dann hat das Fahrzeug natürlich auch schon die neue Automatik. Wobei so neu ist sie ja gar nicht mehr. Aber tolle Sache, wird viel verkauft, das Automatikgetriebe. Das geht einfach richtig gut. Ja, gut, es ist halt auch eine echte Wandlerautomatik. Ist ein schönes Teil. Lässt sich auch wunderschön fahren. Jo, den fangen wir morgen an. Titanium, da geben wir morgen richtig Gas. Und da schauen wir, dass wir den auch bald fertig kriegen, weil der wird am Dienstag wieder geholt vom Kunden. Klar, der möchte wieder losfahren, ist ein nagelneues Fahrzeug und da freuen wir uns jetzt schon drauf. Und nächste Woche haben wir da noch einiges anderes zu tun. Und ja, so ist hier richtig was geboten. In dem Sinn wünsche ich euch wunderschöne Ostern, ein tolles Fest, ein paar ruhige Stunden, Tage, je nachdem. Und in dem Sinn, alles Gute, bleibt gesund, bis bald und schöne Grüße aus Dingisbühl. Eure Mikas. Ciao, ciao.